Moin moin die Landratten, was geht ab? Blackout ist am Start und willkommen zu einem weiteren Video. Wir sind hier in der Garage und ihr seht schon, hier hat sich einiges geändert. Wir haben jetzt wieder den Parkplatz, den haben wir aufgegeben, weil ich keine Motorräder mehr habe. David ist ausgezogen und ich habe meine Motorräder soweit alle abgegeben. Es wurde mir mittlerweile auch alles zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass die 500er mein einziges richtiges Bike ist. Ich habe natürlich da hinten noch die alte, die ich mir gekauft habe ohne TÜV. Und da habe ich noch die R1 für die Rennstrecke, die aber auch abgemeldet ist. Das heißt, das ist gerade mein einziges Bike. Und ich bin gerade sehr happy darüber, weil ich kann mich dieses Jahr wirklich auf diese Karre konzentrieren. Da freue ich mich drauf. Und wir haben jetzt gerade bei der Aufnahme den 15. Januar. Und ich bin dieses ganze Jahr noch gar nicht gefahren und habe diese Karre auch Monate nicht mehr angehabt. Ich hoffe, die springt jetzt einfach an. Ohne Choke. Let's go. Komm schon. Da ist sie doch. Also, let's go. Geil. Dann habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Ich habe endlich wieder mein Intro. Ich habe so Bock darauf. Und deswegen starten wir ins Intro. Let's go! Und Leute, gefällt euch das genauso gut wie mir? Ich feiere es auf jeden Fall richtig. Es wurde höchste Zeit, dass ich wieder mein Intro bekomme. Kleine Story dazu ist, ich hatte das ja damals und habe es nur weggemacht, weil meine Videos damals in der Zeit mega viral gegangen sind. Ach, perfekt. Da können wir ja mal einfach rausfahren. Geht schon gut los. Wo war ich stehen geblieben? Das habe ich jetzt ein bisschen abgelenkt. War jetzt nicht so knapp, aber da muss man sich ja doch immer ein bisschen konzentrieren. Genau. Und dann wurde das vom Management von RIN tatsächlich manuell, obwohl das nur ein paar Sekunden waren, alles geclaimed und ich habe keine YouTube-Einnahmen, keine AdSense mehr. Jetzt fahr aber auch los. Komm. Hab auf YouTube keine Einnahmen mehr für die Videos bekommen und dann habe ich es einfach weggenommen. Ich habe tatsächlich letztes Jahr oder vor 2 Jahren mal RIN auf Instagram geschrieben, ob ich das benutzen darf. Der hat sogar geantwortet, hat aber gemeint, dass es teilweise, das macht teilweise doch so ein Junge, wie lange willst du hupen? Er sagt ja. Er sagt, das macht so ein System, das dauert voll lange, das macht es automatisch und deswegen, das wäre viel zu kompliziert, das immer freizugeben, aber von ihm aus ist es kein Problem. Ich blende euch mal ganz kurz den Chat hier ein. Von daher finde ich es okay, ich kann es wieder nutzen, oder? Und sonst reiche ich Beschwerde an und sage, der Sänger höchstpersönlich hat es mir erlaubt. Ja, wir haben arschkalt, aber ich freue mich richtig, wie gesagt, endlich wieder auf dem Bike. Und ihr habt es euch auch gewünscht. Ich habe in der letzten Zeit auf Instagram viele Umfragen gemacht, viel mit euch auch privat geschrieben, mit vielen Abonnenten, was ihr euch wünscht für nächstes Jahr, wie es weitergehen soll. Und es kam immer wieder random Motovlogs. Also das Thema, ich soll wieder Motovlogs fahren, wieder in der Stadt. Ein bisschen random, ein bisschen mit euch quatschen, näher an euch sein, weil genau dann sieht man sowas. Was ist jetzt los? Junge, hier wird wohl die neue Spiegel TV Corona-Demo gedreht. Hä? Das ist ja irre. Das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Da kann man mal wieder sehen, wenn man unterwegs ist, dann sieht man wieder einigen Scheiß. Es ist halt echt geil. Ich freue mich auf das Jahr. Ich hoffe, Corona lässt es zu, dass wir so einige geile Scheiße machen. Ich habe auch coole Sachen vor. Ich kann euch ja schon mal ein bisschen teasern. Hallo. Ich habe Bock, wieder Enduro zu fahren. KTM legt dieses Jahr wieder den Fokus nicht auf Enduro. Und deswegen verkaufe ich meine 350er doch nicht. Ich behalte jetzt und rüste die wieder auf Enduro um. Wie findet ihr das? Ist das? Alter, was ist hier los, Junge? So viel Polizei. Da hinten sind sogar Dinos. Seht ihr das? In so Dino-Kostümen. Und ich hier mitten drin mit meiner EXC. Hey, geil, da ist sogar ein Motorradpolizist, der nicht grüßt. Mensch, ich wollte damals immer Motorradpolizist werden. Als ich jung war, dachte ich, wie geil. Hä? Was ist denn jetzt los? Hier stehen Panzer oder was? Was denken die, was hier heute passiert? Das ist ja nicht mehr normal. Also, hä? Also, wo war ich stehen geblieben? Das sind jetzt keine richtigen Panzer, aber das sind so Räumfahrzeuge. Die haben sie sonst bei der 1. Mai-Demo. Ich habe früher in der Schanze gewohnt. Und beim 1. Mai haben die dann immer so, wenn die
Demonstranten dann so Zeug hinlegen, so Europaletten und Straßenschilder umschmeißen und so, dass die das einfach wegräumen. Ganz crazy. Ich habe ja direkt auf der Schanze gewohnt und habe 1. Mai-Demo da immer mitbekommen. Alle von euch, die das kennen aus Großstädten, wissen ja, Berlin, sowieso Hamburg auch, da geht es immer mächtig ab. Genau. Aber wie gesagt, ich wollte damals Motorradkopf werden, weil ich halt Motorrad schon immer geil fand und ich hatte schon immer aber auch irgendwie das Interesse am Polizistendasein. Ich weiß, es gibt natürlich auch Arschlöcher unter den Polizisten, wie in jedem Job, aber ich habe ungefähr jede Harry und Toto Folge gesehen. Hä? Die Verengung ist hier auch neu. Früher gab es sie noch nicht. Und boah, das ist doch alles neu hier. Früher ging es hier einfach geradeaus. Jetzt geht es hier so um Kurven. Die ganze Kreuzung haben sie irgendwie verändert. Was ist das denn hier? Warum fährt denn der vor mir auch so langsam? Das hat. Ich meine, ich bin doch gar nicht rübergefahren. Ich guck doch nur. Hä? Was geht denn hier ab? Ich guck und fahr dann nicht. Deswegen macht man doch einen Schulterblick. Chill, Junge. Der muss mich ja nicht komplett aushupen. Alter. Digga, ein erster Block und es geht schon wieder richtig ab. Guck mal, wie der ab ausflippt. Der gibt Vollgas. Also ich habe jede Toto und Harry-Folge gesehen und auch all diese Dokus von der Reeperbahn, Polizei und so weiter. Ich mag das einfach. Ich finde das voll geil irgendwie. Als Polizist ist man so nah am Dingens. Mach doch runter. Der ist ja völlig aufgeregt. Ist alles gut, ist alles gut. Warum? Ich hab geguckt. Ich hab doch nur geguckt. Ich hab nur geguckt. Alles gut. Junge, was ist mit ihm? Junge, und jetzt illegale Straßenrennen. Let's go! Der war völlig aufgeregt. Hä? Also manchmal sind Leute ganz komisch irgendwie. Vielleicht hat er schlechte Erfahrungen mit Motorradfahrern gemacht. Aber ich habe doch jetzt, weiß ich nicht, muss mir mal die Aufnahme angucken. Vielleicht hat er sich erschrocken, weil ich so einen kleinen Schwenker gemacht habe, als ich nach rechts geguckt habe. Aber da war doch alles easy. Ich bin doch gar nicht rübergezogen. Da kann er sich doch entspannen. Alles, was ich wollte dem das nur sagen. Aber der hat anscheinend richtig Angst. Man hat richtig gesehen, wie der gezittert hat. Und mich dann direkt gefilmt. Strange. Oh, vor mir auch wieder ein schöner Porsche. Auf jeden Fall, ihr müsst mir mal in die Kommentare ein Feedback schreiben, ob ihr wirklich Bock habt auf random Vlogs, Motovlogs, sowas wie jetzt, ein bisschen in der Stadt rumcruisen. Ich habe es vermisst, aber ich habe auch wirklich gedacht, es kommt einfach bei euch auch nicht mehr so gut an. Es interessiert viele von euch gar nicht. Dass es jetzt doch so ist oder so scheint, ist halt ziemlich cool. Aber ihr müsst mir das natürlich auch zeigen. Also smash gerne mal den Like-Button. Das bringt mir natürlich viel mit meinem Feedback, weil ich dann damit selber was anfangen kann. Und schreibt mir gerne konstruktive Kritik. Worauf habt ihr Bock dieses Jahr? Was soll ich machen? Was soll ich vielleicht nicht machen? Ich habe auf jeden Fall Bock, ein bisschen weiter Rennstrecke zu machen. Ich will Enduro ordentlich fahren, meine 350er. Klar, viele von euch werden sagen, es ist zu schade für die 350er. Ist schon echt schön clean, bling bling, so wie die auch. Aber auf der anderen Seite, ich habe auch Bock darauf. Ich habe mir die gekauft, die gehört mir. Ich habe da Bock drauf. Und wenn ich die da kaputt mache, dann kann ich sie auch wieder reparieren. Oder wenn ich Kratzer kriege, dann ist das so. Klar sieht die jetzt perfekt und schön aus. Aber im Endeffekt geht es ja auch um Spaß. Ich will ja mit dem Ding Spaß haben. Es stand nur in der Wohnung rum, ich hatte damit keinen Spaß. Jetzt kann ich damit Spaß haben. Enduro kann ich auch mit FMF-Komplettanlage und so fahren. Das ist richtig geil. Und deswegen denke ich, habe ich darauf Bock. Das ist so mein nächstes Projekt. Und dann muss ich mal gucken, ob ich die Yamaha, das Projekt kam ja bei euch auch gut an, als ich die gekauft habe, die für 500 Euro, dass ich die mal wieder aufbaue und fit mache. Darauf habe ich auf jeden Fall auch Lust. Das ist so, dass in nächster Zeit, März dann schon Rennstrecke und dann mal gucken, wie Corona ist, ob man dann wirklich Touren machen kann. Ich habe Bock auf Abo-Treffen, mit euch zusammen zu fahren, in Schweden anlassen und sowas. Aber ob das stattfindet, weiß niemand. Messen sind ja leider alle wieder abgesagt, sonst wäre ich bei den Messen vor Ort. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Es sollte ein kurzes Video sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Das ist mir super wichtig. Ich lese da immer gerne alles durch. Und ja, dann verabschiede ich mich hier von der Reeperbahn hier.
aus Hamburg City. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Start ins Jahr. Macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace und haut rein, ihr Landratten. Pa, pa, pa.